Ein Gedenkstein für den Zoran. Heute habe ich den Stein für den Zoran gesehen, was ihn aufgebracht hat damals. Weißt du, an den Straßl zwischen Felsendorf und Biedermannsdorf. Kilometer 21,2. Ich bin gerade vorbeigefahren mit dem Lieferwagen von der Firma, gell, nicht mit meinem. Da sehe ich den Stein und hab müssen gleich an den Zoran denken, wie es ihn hergestrahlt hat damals. Und wir haben es alle gar nicht haben glauben können, dass er nicht mehr ist. Na, denke ich mir, bleib ich stehen und trinke ein Bier mit dem Zoran da, der ist ein Stein. Hab eh eins mitgehabt, hinten in der Kühltasche. Na, heiß war's heute, wird so die Hundstee. Dabei haben wir erst ein aber schön haben sie gemacht, den Stein. Muss dir vorstellen. Gleich bei dem Baum, wo er damals eine Burt ist, im frischen Gras, das was sich so birgt im Wind. Der Wind ist halt gegangen, so heiß und trocken von Ungarn her, und die Luft so weit und so dünne Wolken wie Rauch sind gefahren unter dem Himmel. Also musst du dir vorstellen. Da im Gras, unterm Himmel, schwarzer Granit. So ein bisschen gesprenkelt, weiß, dass so glitzert. Und steht sein Name, Zoran Mihailovic, 1975 bis 1996. 21 war er, wie mir, jetzt sind wir schon älter. Und über dem Namen ist der Stein Grashund. Weil der stellt nämlich das Lenkradl dar, das Mercedes-Lenkradl mit dem Stern in der Mitte, aus schwarzem Granit, musst du dir vorstellen. Und in der unteren Hälfte von dem Lenkradl ist der Wagen eingraviert. In Zoran sein Wagen, wie er noch ganz war. Und oben drüber in Zoran sein Bild, wie er so lacht ein bisschen, die Haare glatt zurückkampelt, fest mit seinem bisschen Bart, dem was er sich damals gerade wachsen hat lassen. Da schwebt der Kopf so in den Lenkradl drin und schaut oben auf den Stern und auf den Wagen drunter. Und lacht so ein bisschen und leise und der Wurm ist noch ganz. Und um den Stahl sind Blumen gewesen, schäbe, echte und Plastik, die was nicht verwölken. Und sein Bären, der was am Rückspiegel gehängt ist, den haben sie mal hingelegt. Und seine Comics und der Stiegel Davis dazu noch aus dem Wagen. Ich hätte fast gerührt. Und habe mich hingesetzt unter den weiten Himmel. Dort umgeschaut über die Felder auf Fösendorf und hab heute ein Bier getrunken mit dem Zoran, obwohl er ja dort gar nicht begraben ist, das geht ja gar nicht. Er hat mir zum Teil rausgezogen am Zentralfriedhof, so wie er alle. Und die halbe Flaschen, die hab ich ihm hingestellt und bin weitergefahren. Weil ich bin sicher, er ist dort bei seinem Stein. Und genauso hätte er es ihm gewünscht. Schwarzer Granit, eher fesch und jung, und der Wagen noch ganz, und der Stern in der Mitte.